Mit drei Gründungsgemeinden vor 10 Jahren ist diese Idee entstanden. Und seit dieser Zeit versuchen tolle Menschen, diese Idee weiterzutragen und zu entwickeln. Ich freue mich persönlich sehr, dass ich seit 2015 ein Teil dieser Idee geworden bin. Denn das House of One bietet ein großes Potenzial für den Frieden und für die Völkerverständigung an. Das House of One wird nicht nur ein Ort des Betens sein, sondern das House of One wird auch ein Ort der konstruktiven Diskussionen, des Dialogs und natürlich des Kennenlernens sein. Und am 27. Mai kommen wir mit einem großen Schritt zu unserem House of One näher.